Die zweite Mannschaft des SC Freiburg hat im dritten Spiel nach der Winterpause den ersten Sieg gelandet. Gegen die Reserve des Karlsruher SC gewann das Team von Xaver Zembrot und Uwe Steib mit 2:1. Die Tore erzielten Kapitän Marc Leis und Erich Sautner per Strafstoß. Der Sportclub ist jetzt Tabellenachter. Nach sechswöchiger Verletzungspause feierte Pavel Kirmasch im Regionalliga-Derby ein tadelloses Comeback.